Vor Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Verkehr sprach Bürgermeister Rüdiger Hess von einem beeindruckenden Projekt und einem Meilenstein für die Stadt, womit er nicht nur die neue Brücke, sondern den gesamten Bereich mit Wasserpark und Promenade entlang der neu angelegten Uferstraße meinte. Wir wollen die Aufenthaltsqualität und damit die Verweildauer in der Stadt erhöhen, sagte Hess. Er freue sich, dass der neu geschaffene Raum an der Ede von den Menschen bereits gut und viel genutzt werde. Das macht mich als Bürgermeister stolz, sagte Hess. Ich sag's einfach so, je nachdem, wer dort den Gewinn hat. Nein, will das auch nicht tierisch ernst heute natürlich sehen, aber dieser Wasserpark ist schon ein Highlight geworden, was wir in Frankenberg haben. Und hier kommt all das zum Tragen, was ich seit Jahren schon immer wiederhole und auch nicht müde werde, das zu sagen. Wir wollen ganz einfach die Aufenthaltsqualität verbessern. Das haben wir gemacht, werden wir noch weiter tun, um die Verweildauer in Frankenberg zu erhöhen. Und das hat sich auch schon bemerkbar gemacht. Das merkt man überall, wenn ich irgendwo hinkomme. Die Leute bleiben sitzen. Als ich am Sonntag hier unten Uferstraße herfuhr, habe ich einmal wieder gesehen, wie viele Menschen sind hier an der Eder, wie viele Menschen sind unterwegs. Und ich sage Ihnen wirklich, das macht einem als Bürgermeister richtig Spaß, wenn man das so sieht. Aber es macht nur Spaß, das will ich dann auch sagen, wenn denn der Müll weggemacht wird. Und das ist ein Punkt, wo wir sicherlich gesellschaftspolitisch noch dran arbeiten müssen und sollten, aber wie sie ist. Aber das ist ein Thema, dessen wir uns immer wieder annehmen müssen und tun müssen und sollten dabei. Es hat einmal ein kluger Mensch gesagt, was lange währt, wird endlich gut. Aber ich weiß nicht, was lange währt, wird endlich gut. An dieser Stelle zu sagen, würde ich mal überhaupt nicht in den Mittelpunkt stellen wollen, sondern wer letztes Jahr in Frankenberg war, die großartige Europiade in Frankenberg mitgemacht hat, weiß noch, als wir am Samstag zum Abschluss der Europiade hier durch diese Uferstraße gingen, ich muss aufpassen wegen der Blätter, dort wo der Fahrradfahrer herkam, dort saß dann die Ehrentribüne und man schaute Richtung Eder und was hat man dort gesehen? Leitplanken. Leitplanken hat man gesehen, nicht mehr von der Eder als diese Leitplanken. Und dann haben wir angefangen zu bauen, die Europiade war vorbei, Herr Dittmar. Am Sonntag, Montag fuhren die Letzten weg und Montag rollten dann die Bagger an. Das muss man ja auch einmal dazu sagen. Liebe Stadtverordneten, liebe Magistratsmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen aus dem Hessischen Landtag, ja, das ist wunderschön hier zu stehen. Wenn man sich diese Maßnahme, diese Baumaßnahme anschaut und schaut, wie sie sich entwickelt hat und welche Aufenthaltsqualität das mittlerweile hier hat, kann man nur sagen, es ist wirklich ein gelungenes Projekt der Stadt und es ist für die Bürgerinnen und Bürger schön, es ist aber auch für diejenigen schön, die an diesem Projekt beteiligt waren und die ja ausführende Firmen waren, wenn am Ende so ein schönes Projekt dann auch seiner Bestimmung übergeben werden kann. Gerne. Die Scheren sind scharf. Okay. Drei. Und los. Ja, ich freue mich ganz einfach für uns Frankenberger, dass wir diese Walkergrabenbrücke heute freigeben konnten, mit einigen Gästen Corona-bedingt dabei. Das ist ein weiterer städtebaulicher Impuls, den wir für Frankenberg setzen können. Und es ist eine Brücke, die ist schon besonders S-förmig, 34 Meter lang, 4 Meter breit. Und man kommt vor allen Dingen barrierefrei hinüber. Ich wünsche allen Frankenbergerinnen und Frankenbergern viel Erfolg, wenn sie die Brücke nutzen, wenn sie auf der Wehrweide parken, um dann anschließend in die Innenstadt zu gehen und zur Fußgängerzone zu beleben, einen Kaffee trinken, Eis essen oder wenn sie einfach nur an der Uferstraße wandeln wollen. Alles Gute und bitte bleiben Sie gesund.